Nur noch ganz wenige Tage, meine Freunde, ganz wenige Tage, da werden die 3x5 Euro PSN-Karten von Eneva.com verschenkt. Ihr bekommt dann eine E-Mail, ich werde es auch im Video nochmal klar einmal verlinken, welche drei Gewinner wir haben. Die sehen das dann automatisch in ihrem Eneva-Account, sollten sich dann noch keinen erstellt haben, können sie es dann immer noch machen. Da kommt dann so ein kleines Guthaben-Ding drauf, da habt ihr dann die 5 Euro und könnt einkaufen, wie ihr wollt. Wenn ihr noch eine der 5 Karten gewinnen, eine der 3 Karten gewinnen wollt, einfach Eneva.com auf Twitter folgen, mir auf Twitter folgen, auf Instagram folgen, für Gamer von Gamer irgendwo folgen, alles kostenfrei, ihr braucht nichts dafür tun, es sind 15 Euro im Prinzip geschenkt, wer da noch meckert, ist selber schuld. Ganz, ganz viel Spaß, Leute, und ganz, ganz viel Glück wünsche ich euch. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich wurde die letzten Tage und Wochen des Öfteren gefragt, hier sind wir nachgejoint anscheinend, des Öfteren gefragt, wie ich es schaffe, solche Lobbys zu finden, dass ich so schöne Gameplays erspielen kann oder dass ich so viele Kills machen kann oder so viel Nukes schaffe oder so ist besser. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass es irgendwie jetzt kein großes Geheimnis oder sowas ist, aber ich möchte euch heute alle Tipps und Tricks mitgeben, die ihr vielleicht für euch benötigen könntet, damit ihr bessere Lobbys findet, damit ihr vielleicht beim Zocken mehr Spaß haben werdet. Und ich hoffe, ich kann das hier mit dem ersten Anlauf heute auch gleich mal demonstrieren. Das ist übrigens nicht meine Peacekeeper. Sie hat einen Griff, das mag ich nicht. Sie hat kein Hybridmagazin, das mag ich nicht. Und einen Schacht hat sie, glaube ich, auch nicht. Probieren wir gleich nochmal. Na komm. Ich weiß ja nicht, warum ich hier die Switchblade jetzt in der Hand habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist keine Granate. Okay, alle tot. Oh mein Gott. Ah, kein Aim. Okay, danke Teammate. So, und einer der wichtigsten Tipps, und es gibt ja ganz, ganz viele. Ich versuche euch das heute irgendwie... Ups, ich habe mal gespeakt schon. Ich versuche euch das irgendwie mal heute alles so nahe zu bringen, dass ihr das direkt... Oh mein Gott, da ist einer. Damit ihr das umsetzen könnt. Der allererste Trick ist, ihr müsst gucken, was aktuell in den Vorgestelltlisten, das heißt auf der ersten Startseite von Black Ops 4, wenn ihr in die Multiplayer-Modus geht, zu sehen ist. Peak. Na komm, na komm. Alter. Und einer der wichtigsten Sachen dabei ist folgendes. Wenn ihr gute Lobbys sucht, dann wollt ihr gegen Leute spielen, die... Einige würden jetzt sagen, Noobs, das ist schon wahr, aber im Prinzip ist es unfair. Es sind halt Beginner, die... eher casual spielen, also ein-, zweimal die Woche, vielleicht dreimal die Woche, mal eine Stunde, mal zwei Stunden. Leute, die sich nicht darum scheren, was für Updates es gibt, was im Schwarzmarkt ist, die einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und ihr wollt dann einfach nur gegen Casuals spielen, das heißt gegen Leute, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen, die vielleicht sich nicht dafür interessieren, was im Schwarzmarkt drin ist, was die Entwicklung ist, sondern einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen. Und die Leute machen sich nicht die Mühe und gehen in Multiplayer und suchen nach Herrschaft oder Stellung, weil das oftmals auch Leute sind, die so zielbasierte Modi viel zu kompliziert finden. Die wollen einfach das spielen, wir haben übrigens schon wieder komplette Streaks hier, so reine Zerstörung. Die wollen im Prinzip das spielen, was sie aus jedem COD bisher kennen und was in jedem COD der mit Abstand beliebteste Modus ist, und das ist tatsächlich TDM. Das heißt, sie spielen entweder nur TDM oder das, was als allererstes aufblinkt. Lass es sein Infiziert oder jetzt aktuell Prop Hunt oder Barebones, weil es halt direkt vorne auf der Playlist ist. Und das ist nicht so gut gemacht von COD bzw. von Treyarch dieses Jahr, denn der einfache Grund dahinter ist, die schönen Lobbys, die wir zum Beispiel früher in Herrschaft hatten, das Drohnengeschwader geht absolut rein von ihm. Das, was wir früher an guten Lobbys hatten, in Herrschaft, in Stellung und so, die sind hier nicht mehr, weil hier in die Modi kaum noch jemand findet, der sonst nur ein bisschen casual aus Spaß spielt. Er war absolut motiviert, der Typ. Deshalb müsst ihr gucken, ob es vielleicht einen einzelnen Modus gibt, der nicht für Teams zulässig ist. Da gibt es ja öfter bei vorgestellt, diesen einen, ich weiß nicht ganz, wie er gerade heißt, Moshpit Solo, irgendwie sowas. Da können keine Partys spielen, da spielt ihr nur alleine. Und ich schwöre es euch, da habt ihr hervorragende Lobbys. Weil ihr spielt gegen keine Partys, ihr habt nur einzelne Spieler. Das ist manchmal ein bisschen schwitziger, weil einzelne sich genau das gleiche denken, aber insgesamt lohnt es sich da mal versuchen, eine gute Lobby zu finden. Findet ihr dann nichts? Die zweite Option ist definitiv, wenn ihr normalen Modus spielen wollt, immer TDM oder Abschluss bestätigt. Das sind die einfachsten Modi und bei Abschluss bestätigt kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mit High Streaks spielt, dann habt ihr einen riesen Vorteil. Während eure Streaks Kills machen, könnt ihr einfach die Marken einsammeln und macht die ganze Lobby zu eurer Lobby. Oder die Alternative dazu ist, er will auch einfach nicht sterben, wenn ihr die Marken nicht einsammelt, aber eure Killstreaks Kills machen und irgendwelche Teammates über die Marken laufen, bekommt ihr trotzdem Punkte dafür. Das ist super hilfreich. Ja. Zack, weg mit ihm.
Das heißt, ihr bekommt viele Punkte, ihr braucht wenig tun und wenn ihr das zusammen mit Crash und dem Comstack-Gerät macht, denn sobald ihr einmal eure Streaks habt und nicht blöd sterbt, was leider manchmal passiert, aber das kann man leider nicht immer ändern, dann habt ihr eine hervorragende Lobby, ihr könnt locker, wirklich locker 100 Kills machen, auch als Nicht-Pro-Gamer, sag ich mal in Anführungsstrichen. Na komm. Sehr schön. Und es macht auf jeden Fall am meisten Spaß, denn wenn Streaks in der Luft sind, habt ihr wirklich, und das könnt ihr mir glauben, am meisten Spaß an dem ganzen Game. Ich kann es euch nur empfehlen. Guckt also notfalls nach TDM oder Abschluss bestätigt. Ein weiterer Tipp ist auch, wenn ihr jetzt vielleicht unbedingt Herrschaft spielen wollt oder Stellung oder was anderes, ich nehme jetzt mal Suchen, Zerstören raus, weil da habe ich das Gefühl, ist es fast egal, ob ihr alleine spielt oder nicht, da ist das Competitive Level in Public immer relativ ähnlich. Dann müsst ihr gucken, wie die Teamaufteilung in der Pre-Lobby ist, wenn ihr da reinkommt. Das hat einen einfachen Grund. Wenn ihr da seht, dass da 3, 4 Zweier-Partys sind. Oh mein Gott. Schlawiner. Dann müsst ihr darauf achten, welche Level diese Partys sind. Denn ihr müsst bedenken, wenn da 3 Zweier-Partys sind und davon Zweier-Partys sind, die Prestigemeister haben, dann habt ihr das Problem, dass ihr durch das Matchmaking, was wir hier haben, auf jeden Fall ein oder zwei Teams davon. Och nein, 49-1. Fuck. Ah, schade, war flawless bis eben. Dann müsst ihr bedenken, dass ihr von diesen Zweierpartys, auch von den schlechteren, definitiv ein oder zwei Partys in euer Team bekommt. Das heißt, ihr habt bei einem Modus, wo nur 5 Leute in eurem Team insgesamt sein können, einer davon seid ihr, dann habt ihr schon eine Zweierparty mit eher schlechteren Spielern. Und schon habt ihr nur noch 2 Möglichkeiten, einen guten Mitspieler zu bekommen, was euch die Runde schon wieder wirklich unnötig schwer macht. Das heißt, versucht TDM oder Abschluss bestätigt zu finden und am besten mit ganz vielen einzelnen Spielern. Dabei ist es natürlich etwas komplizierter, denn in anderen CODs hatte man, er flog absolut weg, in anderen CODs hatte man zumindest die Möglichkeit, in der Lobby noch zu gucken, was für Stats die Gegner haben, was für eine KD, was für Punkte. Das hat man hier nicht und keiner von uns hat die Zeit und die Lust, den schnappe ich mir. Hallo, Motherfucker. Keiner von uns hat jetzt groß Lust, 52-1, fuck. Keiner hat Lust, jetzt irgendwie sich groß hinzusetzen und in der App während der Pre-Lobby noch 20 Sekunden versuchen, irgendwelche Namen einzutippen und zu gucken, ob die gut oder schlecht sind. Das heißt, ihr werdet da irgendwann ein bisschen Gefühl für bekommen. Du kannst mich in Ruhe lassen da hinten. Und wenn ihr dieses Gefühl dafür bekommen habt, dann könnt ihr auch ein bisschen auf die Level gucken. Manchmal sagen die Level nicht viel aus. Ich kann euch nur den Mega-Tipp geben, wenn da Leute sind, die heißen Scuff for my Sweat oder Sweat for my Controller oder V2EU. Zu 99% sind das Spinner. Wirklich zu 99% sind das Leute, die überhaupt nichts können. Die einfach nur den PSN-Namen jetzt geändert haben, weil sie der Auffassung sind, wer so einen Namen hat, ist automatisch ein besserer Spieler. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, die am anstrengendsten sind bei dem Ganzen, sind definitiv, und das ist glaube ich schon immer so gewesen, die Leute, die in diesem Spiel Talk Nomad spielen. Und das können Prestigemeister sein, das können aber auch alle anderen Leute sein. Das heißt, auf das Level an sich braucht ihr nicht unbedingt nur achten. Es ist aber ein Indiz, wenn ihr zum Beispiel 6 Prestigemaster im Game habt, könnt ihr davon ausgehen, dass die Lobby sehr anstrengend wird, weil die natürlich einfach sehr erfahren sind. Gut heißt nicht erfahren, aber erfahren reicht aus, um euch zu töten. Ich hoffe, das ist so einigermaßen klar geworden, das Ganze. Ich will euch noch einen kleinen Tipp zeigen, den kennen vielleicht einige von euch noch nicht. Und zwar, wenn ihr euch bei der PlayStation bei eurer Region anmeldet, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr bei der Region angeben könnt, woher ihr kommt. Wenn ihr zu späten Abendstunden, das ist wieder so ein Ding, abends bzw. morgens, vielen Dank für gar nichts, wenn ihr abends bzw. nachts spielt, dann kommt ihr nicht mehr immer auf EU-Servern, sondern auf eher nordamerikanische Server, weil das dann deren Uhrzeit sozusagen ist. In der EU um 3 oder 4 Uhr nachts spielen weniger als natürlich Nordamerika zur Nachmittagszeit. Wenn ihr in den PlayStation-Einstellungen eure Lokalität auf Nordamerika stellt, habt ihr abends eine bessere Verbindung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich mache das sehr oft. Ihr kommt dann auch teilweise in die amerikanischen Lobbys mit Swag, mit Korean Savage, mit Dismo, diese Traumlobbys, von denen wir hier in Europa nur träumen können.
Ich würde das definitiv mal empfehlen, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall davon profitieren. Und ich hoffe, es hat euch heute geholfen. Ansonsten, natürlich, am Wochenende ist es schwieriger, schöne Lobbys zu finden als in der Woche. Und wenn ihr eine oder zwei schlechte Lobbys habt, geht einfach raus, sucht euch eine neue. Es macht keinen Sinn, die immer zu Ende zu spielen. Weil wenn ihr ein schönes Gameplay haben wollt, lohnt es sich nicht, 10 Runden dafür zu spielen, bis ihr die 11. endlich gut habt. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen Einblick gegeben, wie ich das mache. Lasst einen gerne Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus. Haut rein.